Das Werk ist eine Satire, obwohl das auf den ersten Blick nicht unbedingt den Anschein hat. Manche sahen und sehen darin sogar spitzzüngige Anspielungen auf die bundesrepublikanischen Befindlichkeiten der 1960er Jahre, in denen diese Oper von Ingeborg Bachmann und Hans-Werner Henze entstanden ist. Ein kleines Provinzstädtchen namens Hülsdorf-Gotha erwartet, herausgeputzt bis zum Gehtnichtmehr, den exzentrischen Sir Edgar mit seinem Gefolge. Doch dieser erdreistet sich, die eitlen Honoratioren der Stadt, die sogenannte gute Gesellschaft, einfach zu ignorieren und sich damit gleichzeitig provokanten Anfeindungen aussetzt. Das Ganze fußt ja auf einem sehr bösen, schwarzen Märchen. Daraus haben die beiden ein sehr politisches Stück gemacht, mit einer ganz klaren Kampfansage. Und ich finde es sehr schlau, dass sie aber trotzdem ein Märchen belassen haben. Gezeigt wird ein Kaleidoskop kleinbürgerlichen Empörungspotenzials auf der einen und adliger Selbstgefälligkeit auf der anderen Seite. Es geht um die Verführbarkeit der Massen, wenn Sir Edgar schließlich seinen Neffen Lord Barrett als dressiertes Tier präsentiert und Regisseur Bernd Mottl sich dazu noch eine Steigerung erlaubt. Na, Michael Jackson passt aus vielerlei Hinsicht, weil mit dem natürlich das Thema Affe auch verbunden ist. Der hatte eine große Vorliebe für Schimpansen. Außerdem ist er eine Ikone geworden. Denken Sie an Kunstwerk von Jeff Koons. Er ist über seinen Tod hinaus sozusagen noch gewachsen. Und ich glaube, kaum jemand hat so sehr eine Idolfunktion auch gehabt in den letzten 20, 30 Jahren. Und insofern ist das für mich eine Chiffre. Lord Barrett ist plötzlich Star und Idol geworden, weil die Leute einfach seine ungewöhnliche und wilde Art so toll und sexy finden. Die verlieben sich alle in ihn sehr und wollen ihm auch nachmachen. Die Zuspitzung des Komischen ins Groteske sowie der gleichermaßen amüsante, wie unheilvolle Umgang mit dem Fremden kennzeichnen wichtige Akzente dieser Oper, für die Hans-Werner Henze den lichten Tonfall der Buffo-Oper bevorzugt, eine Strawinsky-artige Musik geschrieben hat. Er hat mit sehr viel Humor komponiert, also er zitiert dann zwischendurch in der Bühnenmusik die Entführung aus dem Serail oder in einer anderen Bühnenmusik wird Carmen zitiert plötzlich. Das ist so für Insider einfach wunderschön, das anzugucken. Und es geht musikalisch gar nicht so sehr um atonale Komplexität, sondern der Stoff steht im Vordergrund und die Musik malt und unterstützt und charakterisiert sie ja. Den sängerisch eindrucksvollsten und wohl auch emotionalsten Moment indes erlebt Luise, als sie nach der Begegnung mit Lord Barrett noch mehr als die anderen von der Attraktivität dieses Stars überwältigt ist und in ein regelrechtes Seelenchaos stürzt. Ein Opernabend also, der neben den humorvollen Akzenten auch die ganz menschlichen Züge zu betonen weiß.